So Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GrowCastle. Beim letzten Mal haben wir so Bazooka vs. Assassin getestet, wen wollen wir denn nehmen? Und meine Entscheidung ist beim Mechanic Rambo geblieben. Ja, der war einfach besser gewesen. Okay. Ja, wir machen Kolonie weiter. Hier sind ja noch einige vor uns. Also über die Hälfte haben wir schon geschafft, Leute. Wir können stolz auf uns sein. Über die Hälfte haben wir schon. Gucken wir mal, alles andere erledigt haben. Jetzt kommt erstmal das zum Vorschein. Bam, bam, bam. Ja, die Bazooka macht schon viel Schaden auf das. Das kann man nicht leugnen. Die macht schon wirklich viel Schaden. Und irgendjemand macht hier Gold per Hit. Ich glaube, die eine Hexe, ne? Interessant, dann machen die Skelette wohl von ihr das Gold per Hit. Das ist cool. Wenn die Skelette Gold per Hit machen, das ist genial. Also Alice selber kann er nicht angreifen, oder eine von den Hexen selber kann er nicht angreifen. Aber die Skelette, die übernehmen diesen Effekt. Das ist genial. So wie ich das jetzt sehe. Ich hoffe, ich vertue mich hier gerade nicht. Aber eigentlich sind das die einzigen, die einen Gold per Hit Effekt bekommen haben. Alle anderen nicht. Cool. Also kriege ich jetzt immer so ein paar tausend Gold mehr pro Battle. Was auf Dauer gesehen dann sicherlich eine ganze Menge sein kann. So, 17.750. Ja, und das sind definitiv die. Millionen Leben und es dauert so lange, die runterzumachen, weil einfach so viele Gegner ständig im Weg sind. Nervige kleine Gegner. Aber ich habe immer noch keine Probleme weiterhin mit den ganzen Gegnern hier. Ich komme noch relativ gut klar. Das gefällt mir. Diese Skelette sind schon echt abartig, ey. Bogenschützen, Magier, alle greifen an und die Gegner können nichts tun. Ich habe keine Mana mehr. So schnell sind 12.000 Mana weg. 8.800 Gold alle 54 Sekunden nochmal dazu. Nicht übel. 18.000er Wave Stärke. Nicht schlecht, ey. Na, mein Dark Elf bringt schon eine, oder mein Dark Hunter heißt er, glaube ich. Bringt schon eine ganze Menge an Mana wieder zurück durch die ganzen Hits, die er machen kann. Eine Million HP noch, ah. Die sind gerade nervig. Die wollen gerade nicht sterben. Kann nicht verstehen, aber ich will euer Gold haben. Oh, 774.000 Gold. Das ist so abartig. Also so etwa 66 Mal pro Minute kriege ich aktuell die Karren. Was aktuell 51.110.070 Gold sind mit den 774.395 pro Stunde. Das sind am Tag, wenn ich es wirklich den ganzen Tag lang laufen lassen würde, 1,2 Milliarden Gold, die man dadurch kriegt. Das ist so Wahnsinn. Ich glaube, das ist wirklich die Haupteinnahmequelle eines jeden Spielers, diese verdammten Karren. Deswegen möchte ich hier auf jeden Fall koloniemäßig weit, weit weiter vorankommen, weil ich brauche da mehr Gold. Ich brauche da viel mehr Gold. Und dann lasse ich es vielleicht wirklich irgendwann mal einen ganzen Tag laufen, um mal wirklich meine Einheiten wieder aufrüsten zu können, weil ich konnte das schon lange nicht mehr machen. Ich musste einfach Auto-Battles und so weiter machen. Das ist schon krass, dass man so viel Gold einfach so nebenbei bekommt. Ich habe gleich keinen Mana mehr. Und die Gegner, böse. Ich sollte mein Mana ganz kurz sparen jetzt erstmal. Falls die Gegner näher rankommen sollten, mein Darkneck-Poison-Kombination
dann kann meinetwegen kann es auch Millionen Jahre dauern, so ein Ding einzunehmen. Das wäre Schnuppe, Hauptsache ich kann es einnehmen, weißt du? Und so, ich kann es so unendlich weiterlaufen lassen. Irgendwann besiege ich die Gegner. Und hier gerade der kleine Thornworm. Ihr seht das ja immer, dass die kleine Hand hier hinten rauskommt teilweise. Aber je nachdem vermutlich, wenn die Gegner da weiter hinten stehen. Aber auf jeden Fall greift er auch das Gebäude an. Und das Castle nehmen wir auseinander. Weg damit. Ja, langsam sind sie doch ein wenig aufmüpfig, die Gegner. 18.500 müsste jetzt kommen. Das ist das schon. Also mehr als das Doppelte meiner aktuellen Wave, die ich da bekämpfe. Guck mal, ob wir das noch hinkriegen. Auch wenn es ein wenig mehr Zeit dauert. Da kommt immer schon eine ganze Menge an Gegnern immer wieder ab und zu. Manchmal haben die so Phasen. Oh, da müssen sie auf einmal mega viele Gegner rausschicken. Und manchmal kommen so zwei kleine People. Und da muss man dann schnell handeln, damit die einen ja nicht überrennen hier. Sterbt. Also 1000 Gold. Alle 54 Sekunden kriege ich einmal nur dazu, weil ich es aufgerüstet habe. Das ist schon krass. Also anfangs hat es nicht so viel ausgemacht. Aber so bei den höheren jetzt ist schon heftig. 18.750. Ob wir das noch hinkriegen? Ich weiß ja nicht so ganz. 6.440. War das von auch schon so? Also. Das andere hat doch gerade irgendwas mit 7000 gebracht, das hier. Grundsätzlich. Na, gucken wir mal. Ich habe irgendwo ein Skill. Kolonie Gold, Cooldown, Kolonie Gold 20%. Ja, wird sogar noch erhöht. Ist ja cool. Also stimmt das gar nicht mal mit den 6440 hier. Das sind noch 20% dazu dann. Sterbt, ihr bösen Gegner. Na komm, war gerade viele. Mann. Da muss man doch mal ein bisschen was setzen. Aber jetzt, wenn wir genug Skelette haben und die es überleben, dann kann man genügend Gegner mal wegrushen. Aber wir müssen halt erstmal ein paar rufen. Gegner kommen näher. Wir haben gerade mal so 2 Millionen Schaden gemacht. Ist noch nicht so viel. Oh. Da ist aber geschmolzen, das Castle. Mann. Da hatte das nicht mehr viel Chance gerade. Ja, kurz mal die Gegner weggeguckt und ganze Mauer eingerissen gleich. Not enough, Männer. Und jetzt sind 7.727. Stimmt das denn überhaupt? Durch 100 mal 120. Ich würde eigentlich 7.728 Gold bekommen. Die haben falsch gerundet. Oder keine Ahnung. Mich beschissen. Egal. 800.000 Gold. Nicht übel, ey. Und wir können theoretisch noch weitermachen. Also noch ist es nicht Ende gewesen hier. Die kleine Insel werden wir zwar nicht schaffen erstmal, aber... Wir sind bald durch, meine lieben Freunde, mit der Welt. Hölle gibt es natürlich auch noch. Die ist noch ein bisschen schwieriger. Das ist ja einfacher, 100 Mal zu besiegen. Ich glaube, das können wir uns noch trauen.
Auch wenn es nämlich länger dauert. 6,5 Millionen HP runterzukriegen, ist schon heftig. Gerade wenn so viele Gegner immer wieder kommen. Mit Giant ist, glaube ich, immer ganz in Ordnung. Und mehr Skelette. Den Ogre brauche ich jetzt erst noch nicht benutzen, den Flame Ogre mit seinem Skill. Wichtiger sind gerade andere. Haben wir auch noch locker hinbekommen, war jetzt auch nicht so schwierig. Crazy! So, damage-mäßig, die Minigun natürlich wieder am meisten Schaden gemacht. Und wir haben von Monstern 27.000 Gold bekommen und das sollte eigentlich nur das sein, was wir durch die Skelette bekommen haben. Durch 29, ja. Durch 29 geht er auf, sind 957 Attacks, die allein, also so durchschnittlich für diesen Kampf, also für diesen letzten Kampf, haben wir jetzt 27.000 Gold einfach nur durch dieses Gold-Per-Hit-Item bekommen. Das hier müsste das sein, oder? Ne, der Bogen, glaube ich. Ne, ein Ring war es gewesen. Doch ein Bogen. 29 Gold-Per-Hit und das haben also die Skelette 957 Mal im letzten Kampf angegriffen und haben uns ordentlich Kohle gebracht. So, liebe Freunde, die Zeit ist leider schon wieder rum. Wir werden, denke ich mal, keins mehr. Wir könnten. Theoretisch schaffen wir noch eins. Nein, wir schaffen noch eins. 19.250. Danach ist aber für den Part erstmal Schluss. Dann haben wir so viele Kolonien abgefarmt, dass wir erstmal uns ausruhen können. Auf unserem Triumph. Kriegen wir jetzt über 800.000 Gold pro Minute. Wie haben wir denn Feuer bekommen? Weiß ich gar nicht mehr. So. Feuer haben wir bekommen 677.000 Gold. Habe ich mir gerade im Video angeguckt gehabt, in einem anderen. Und jetzt kriegen wir über 800, also 130.000 Gold mehr pro Minute. Pro 54 Sekunden. Auf Dauer summiert sich das schon, ne? Können wir gerne nochmal ausrechnen, was wir so am Tag kriegen würden. So 1,2 Milliarden waren es ja vorhin gewesen. Na komm, bring's zu Ende, mein kleiner Bazooka. Na, hat's leider nicht gereicht. Mm-hmm. 819.000. 818, 828 mal 66 etwa und mal 24 sind immer noch fast 1,3 Milliarden Gold, die ich da pro Tag kriegen würde, nach 24 Stunden. Ist heftig, ne? Ist echt heftig. Fürs Nichtstun so viel Geld zu kriegen, natürlich muss das für die Erbe an sein, das ist natürlich immer, ne? Das macht es ein bisschen schwieriger. Aber das finde ich so in Ordnung. Nicht, dass man offline bleibt und sich ausruhen kann auf allem und so, das finde ich nicht so cool. Muss man schon aktiv ein bisschen spielen. Ja, meine lieben Freunde, das war's. Oh, wir haben die 10.000 Waves geknackt. Vielen Dank, Stricher, Code und alle, die ja gerade Waves gemacht haben. Snowy leider nicht mehr, seit dem letzten Mal, seitdem ich hier raufgeschaut hatte. 10.000 Waves, Platz 79 haben wir damit erreicht. Hatten wir es vorhin schon? Nee, ne? Vorhin haben wir die 80 gehabt. Also 40 Waves etwa haben wir Fortschritt gehabt jetzt in den letzten Folgen. Ja. Und dann würde ich sagen, meine Freunde, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. 818.828 Gold kriegen wir pro Wagen. Ist eine coole Zahl. Und wir machen für mal eine ganz kurze kleine Pause. Sehen wir uns in der nächsten Folge dann wieder von Grow Castle. Bis dann, ciao.